Hallo und willkommen bei Spring German. Ich heiße Denisa. Wie heißt du? Ich heiße ist ein Chunk, den du in jedem deutschen Schulbuch lernst. Es ist absolut richtig, ich heiße zu benutzen. Aber wenn du wie ein Muttersprachler klingen willst, solltest du Alternativen kennen. Ich zeige dir in diesem Video 4 Alternativen. Bereit? Los geht's! Erstens, ich bin. Hallo, ich bin Vanessa. Hallo Vanessa, ich bin Denisa. Und wer ist das? Hallo, ich bin Moritz. Chunk Alert! Ich bin ist unser Chunk für heute. Du kannst es auch für Berufe oder Adjektive benutzen. Ein paar Beispiele. Ich bin süß. Ich bin da. Ich bin Denisa. Ich bin Pilotin. Du kannst viel mit Ich bin sagen. Deshalb solltest du dir diesen Chunk besonders gut merken. Fällt dir noch was ein? Schreibe es in die Kommentare. Außerdem, wenn du noch mehr hilfreiche Chunks auf Deutsch lernen willst, downloade unseren Free Essential German Chunking Kit. Der Link ist in der Beschreibung. Zweitens, mein Name ist... Hallo zusammen, mein Name ist Denisa. Ich möchte Ihnen heute etwas über interkulturelle Beziehungen erzählen. Willkommen, Denisa. Dann fangen Sie doch gerne mal an. Die Alternative, mein Name ist, kannst du immer benutzen. Es klingt nur ein wenig unnatürlich, wenn du bei Freunden bist. Aber bei Terminen oder Präsentationen ist mein Name ist eine gute Alternative. Lass uns nun 2 interessante oder lustige Alternativen lernen. Drittens, ich werde genannt. Ich werde Sonnenschein genannt. Ist das dein Spitzname? Ja, weil ich viel lache. Wie wirst du genannt? Ich werde Krümelmonster genannt, weil ich immer so viel dreckig mache. Diese Alternative ist nicht so gut für den Alltag. Du kannst sie benutzen, wenn du über deinen Spitznamen redest. Interessant, oder? Ich sage dir meinen Spitznamen. Ich werde Danny genannt. Was ist dein Spitzname? Sag es mir in den Kommentaren. Jetzt kommen wir zu einer Alternative, die du bestimmt noch nie gehört hast. Bleibe bis zum Ende. Am Ende fasse ich dir alle Alternativen auf Englisch zusammen. Viertens. Hallo, Denisa. Hallo, Denisa. Wenn du jemanden neu kennenlernst, kannst du auch einfach nur deinen Namen sagen. Du musst nicht ich heiße oder ich bin sagen. Aber das geht nur unter Freunden, oder? Nein, du kannst das auch in offiziellen Terminen machen. Wow, das ist viel einfacher als das, was ich gelernt habe. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Alternative noch nicht gehört. Oder? Sie ist viel einfacher als das, was du in der Schule oder im Deutschkurs lernst. Benutze sie und dann klingst du wie ein echter Muttersprachler. Lass uns jetzt alle Alternativen auf Englisch zusammenfassen. Fünftens, Zusammenfassung. Here is your English summary. Ich bin. Is used in more colloquial settings.
Mein Name is used in more formal settings like presentations, for example. Ich werde genannt is used when talking about nicknames, not when you talk about your real name. Hallo, Denisa. This is an easy alternative for formal and informal settings. Willst du mehr Alternativen lernen? Wie ist es mit Danke? Es gibt viele Alternativen für Danke. Klicke das Video hier, um mehr darüber zu lernen. Viel Spaß!